Also, wenn man sich das ganze, dieses ganze Gezeter aktuell anguckt, hat das sehr komisches Geschmäckle am Ende. Schiff heraus, mitschreiben. Es wird wild. Oh. Los geht's! Herzlich willkommen zum Lacktausch. Kurz zur Einordnung, es ist Ferienzeit, auch für mich. Und daher habe ich nicht meine übliche Produktionsumgebung und auch nicht meine üblichen Produktionsmittel zur Verfügung. Genau gesagt sitze ich hier des Nächtens auf einem dunklen Supermarktparkplatz, während ich dieses Video aufzeichne. Aber ich finde es fantastisch, Lacktausch, dass du dein Trusty B-Roll, was wir schon 300 Mal gesehen haben, immer dabei hast. Habt also bitte Verständnis, sollte die Tonqualität nicht auf dem gewohnten Niveau sein. Du, die ist immer noch besser auf dem Parkplatz als die bei mir zu Hause im Studio. Was? Das folgende Video duldete aber keinen Aufschub. Mir wurden sehr interessante und brisante Dokumente zugespielt, um die es hier gehen wird. In der Folge wird es also gehen um demonstrierende Mitarbeiter, erzürnte Dienstleister, die die Arbeit einstellen und einen Vorstand, der entweder komplett die Kontrolle verloren oder diese Zustände unter Umständen bewusst herbeigeführt hat. Also beginnen wir aber erst einmal ganz langweilig mit der letzten Ad-Hoc der Endor AG vom 5.7.2024. In dieser Ad-Hoc hier teilt der Vorstand der Endor AG mit, dass man die Veröffentlichung des geprüften Konzern- und Jahresabschlusses für das Jahr 2023 verschieben müsse. Gründe hierfür seien zum einen, dass erfolgte Nacherfassungen und Korrekturen auf Kreditorenkonten geprüft würden. Mit Kreditoren sind hier externe Dienstleister und Lieferanten gemeint, die durch die Endor AG bezahlt werden sollten, sage ich mal. Hierzu werde ich euch später noch schockierende Details offenlegen. Und zum anderen wird der Abschlussprüfer einen Bestätigungsvermerk erst erteilen, wenn die Gesellschaft nachhaltig saniert und von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit Going Concern auszugehen ist. Derzeit gehe der Vorstand aufgrund der laufenden Sanierungsverhandlungen weiterhin von einer positiven Fortführungsprognose aus. Auch auf diesen Punkt werde ich später noch ausführlicher eingehen. Endor erwartet den geprüften Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 nicht vor Ende September 2024 veröffentlichen zu können. Nach Abschluss der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023 wird der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 einberufen. Das muss man erst einmal sacken lassen, würde ich meinen. Denn eigentlich war eine ordentliche HV für den August diesen Jahres geplant. Das war auch der Grund, warum das Amtsgericht Landshut eine außerordentliche Hauptversammlung, die offiziell von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und der Investorengruppe um Thomas Jackermeier beantragt worden war, nicht durchgesetzt hat. Es käme ja jetzt ohnehin in Bälde die ordentliche Hauptversammlung. Wir haben hier also scheinbar wieder einen virtuosen Taschenspielertrick des Vorstands der Endor AG, um eine Hauptversammlung vorerst nicht zustande kommen zu lassen. Denn wenn man sich erst nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses daran macht, eine Hauptversammlung auf die Beine zu stellen, dann wird diese frühestens 6 Wochen später zustande kommen. Das heißt, vor November, realistischerweise wahrscheinlich erst im Dezember, wird es keine Hauptversammlung geben. Der Vorstand spielt hier wieder einmal auf Zeit, denn Ziel der Hauptversammlung wird sein, den kompletten Vorstand sowie 2 Mitglieder des Aufsichtsrats abzusetzen. Daher wirkt es jetzt allmählich wirklich so, als wolle der Vorstand vorher noch vollendete Tatsachen schaffen und die Übernahme der Endor AG durch Corsair durchziehen. Ich habe das Gefühl, dass in den nächsten 15 Minuten das sehr unangenehm wird. Die Betonung von Lacktausch in seinen Ausführungen war sehr beängstigend, ist das richtige Wort. Ob sich das Amtsgericht Landshut aber so leicht austricksen lassen wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Nochmal, erst hieß es, liebes Amtsgericht, wofür brauchen wir denn jetzt einen zeitraubenden und kostspieligen Prozess, um eine außerordentliche Hauptversammlung durchzusetzen, wenn es doch eh eine ordentliche Hauptversammlung bereits im August geben wird? Auf dieser Grundlage hat wohl das Amtsgericht entschieden. Und jetzt, wo die außerordentliche Hauptversammlung durch den Vorstand abgewendet worden ist, heißt es auf einmal,
Sorry, vor November, Dezember werden wir keine Hauptversammlung machen können. Das ist doch wirklich eine Posse, die ihresgleichen sucht. Ich will mal schwer hoffen, dass sich das Amtsgericht Landshut nicht so billig an der Nase herumführen lässt. Jetzt werfen wir aber mal einen Blick nach China, denn auch hier gärt die Stimmung ganz ordentlich. Was? Da liegt eine neue Wheelbase auf dem Tisch, oder? Kann das sein? Entschuldigung, hier in der Mitte. Und was ihr hier gesehen habt, sind protestierende Mitarbeiter der Endor Technology Shenzhen, eine hundertprozentige Tochterfirma von Endor Hongkong. Diese Firma kümmert sich hauptsächlich um die Vertriebswege im asiatischen Raum und die Partnerschaften zu chinesischen Dienstleistern und Lieferanten. Ich habe versucht, das Audio mit Hilfe der KI übersetzen zu lassen, leider ohne Erfolg. Es gibt so viele unterschiedliche Dialekte in China, dass die KI scheinbar noch nicht alle gelernt hat. Da kommt nur Kauderwelsch raus. Was mir die KI allerdings übersetzen konnte, ist das Protestbanner. Hier steht, wie ihr lesen könnt, den Widerstand der Arbeitnehmer schützen. Arbeitnehmer sind gegen Hegemonie. Wem der Begriff Hegemonie jetzt nicht direkt was sagt, gemeint ist Vorherrschaft im ganz Allgemeinen oder Vormachtstellung. Eigentlich ist das ein politischer Begriff, ich denke aber, dass er in diesem Zusammenhang wirtschaftlich verstanden werden kann. Die Mitarbeiter wollen nicht unter die Herrschaft eines großen Konzerns geraten, könnte hier die Kernaussage sein. Es brodelt also in China, aber nicht nur bei der Endor Technology Shenzhen. Ende Juni hat Thomas Jackermeier auf Wall Street Online gepostet, dass die Hauptlieferanten seit über 2 Wochen die Produktion und Auslieferung eingestellt haben. Hauptgrund sind ausstehende und lange überfällige Zahlungen aus Lieferungen. Die Lieferanten haben keinerlei Vertrauen in Corsair und den jetzigen Vorstand und wollen lieber mit mir, also Thomas Jackermeier, zusammenarbeiten. Auch die Zahlungsziele würden durch seinen Abgang aus dem Unternehmen angepasst und die Liquidität verschlechtere sich dadurch enorm. Ich warte schon wieder auf diesen einen Kommentar unten. Also ich habe gerade vor 2 Wochen bestellt. Bei mir kam alles an, gar keine Probleme. Auf den warte ich. Es gibt unter jedem Video gibt's diesen einen Kommentar. Wirklich, unter jedem Video. Ich habe vor 2 Wochen bestellt. Alles cool, gar kein Problem gewesen. Alles da. Was nicht schlimm ist und schön ist, weil diese Videos dienen ja auch an der Stelle zur Aufklärung und nicht zum Auftreten. Aber es ist euch schon mal aufgefallen, in dieser ganzen Reihe an Videos erscheint Thomas Jackermeier als sehr sympathischer Mensch oder sympathischer, als er sonst den Eindruck gemacht hat. Also man kann ihn jetzt mögen oder nicht, aber in diesem ganzen Debakel und Desaster kommt er wirklich noch am angenehmsten weg. Also die Liquidität der Endor AG natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, der Jackermeier, der kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Aber Thomas Jackermeier hat die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen tatsächlich belegen können. Mir wurden Dokumente zugespielt, die seine Aussagen zu 100% bestätigen und die man meiner Meinung nach als Beweis der Richtigkeit seiner Aussagen ansehen kann. Ich werde euch hier nur eines der Dokumente im Bild zeigen, da es sich bei den anderen um E-Mails handelt, die unter anderem direkt an die Vorstandsmitglieder Daniel Mayberg, seines Zeichens Chief Operating Officer, und Matthias Kosch, seines Zeichens wiederum Chief Financing Officer, gesendet wurden. Da ich die Absender dieser Mails nicht öffentlich bloßstellen möchte, werde ich für euch den Inhalt auch dieser Mails nur kurz zusammenfassen und die Mails nicht im Bild zeigen. Kommen wir also direkt zum ersten Dokument. Ich nenne die Firma im Folgenden jetzt immer Firma X, da ich sie anonymisiert habe, aus bereits genannten Gründen. Die chinesischen Dienstleister und Lieferanten sind hier meiner Meinung nach ebenso Leidtragende wie die Angestellten und die Aktionäre der Endor AG. Also, die Firma X hat die Produktion und Auslieferung von Produkten in der Kalenderwoche 24 des Jahres 2024 gestoppt. Hierfür gibt es 2 Gründe. Erstens,
Die Firma X wurde durch eine deutsche Anwaltskanzlei kontaktiert, welche im Namen des Gründers und ehemaligen CEOs Thomas Jackermeier feststellte, dass Thomas Jackermeier und die Bamboo Invest GmbH im Besitz des Copyrights des F-Logos und des Fanatec-Logos seien. Die Bamboo Invest GmbH, das ist übrigens die Firma von Thomas Jackermeier, mit der er hauptsächlich seine Aktienanteile an der Endor AG verwaltet. Wir haben hier also auch einen ganz wundervollen Anknüpfungspunkt an mein vorangegangenes Video zu den Markenrechten, die sich Corsair an Fanatec-Produkten hat übertragen lassen. Thomas Jackermeier hat die Gefahr schnell erkannt und gehandelt, indem er sich zumindest die Markenrechte an den Fanatec-Logos hat sichern lassen. Die Zahlungsrückstände, Punkt 2 der Endor AG, haben einen ungeheuren Betrag erreicht. Man beachte hier mal das Wording. Tremendous ist für ansonsten recht zurückhaltend formulierende Chinesen ein schon sehr, sehr deutliches Wort. Wir haben die Endor AG wöchentlich um effektive Zahlungslösungen gebeten und dennoch werden die Rückstände nicht gemäß der Zahlungsvereinbarung beglichen. In Kombination mit den beiden oben genannten Punkten ist Firma X nun gezwungen, die Produktion und Auslieferung von Produkten mit sofortiger Wirkung zu stoppen. Das ist also schon wirklich eine verbale Ohrfeige für den aktuellen Vorstand. Wir fordern Sie hiermit erneut dazu auf, die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Produktionsrisiken für uns zu beseitigen. Wir erwarten die sofortige Umsetzung der folgenden Maßnahmen. Das haben wir also auf dieser Seite hier. Und da hätten wir erstens die unverzügliche Begleichung der ältesten Schulden in Höhe von umgerechnet 1,1 Millionen Euro. Die Gesamtschulden betragen insgesamt RMB 11,7 Millionen, umgerechnet sind das ca. 1,4 Millionen Euro. Zweitens, die Endor AG stellt die Firma X schriftlich von möglichen rechtlichen Forderungen bezüglich der Nutzung des Copyrights an den Logos F und Fanatec frei. Drittens, auf Grundlage der schlechten Zahlungsmoral der Endor AG, also das Wording ist schon wirklich, wirklich hart, muss die Firma X ihre Zahlungsmodalitäten wie folgt umstellen. 30% bei Bestellung, 70% vor Auslieferung. Die haben also wirklich vollständig auf Vorkasse umgestellt. Das ist für die Liquidität der Endor AG natürlich auch äußerst ungünstig. Ganz ehrlich, wenn einer der Dienstleister, mit denen ich so zusammenarbeite, mit solchen Modalitäten kommt, dann begebe ich mich sofort auf die Suche nach einem neuen Dienstleister. Denn da kann man wirklich davon ausgehen, dass hier überhaupt keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich ist und eine Kooperation auch in Zukunft nur sehr, sehr wenig Spaß machen wird. Aber ich sag mal, 1,4 Millionen, das kommt ja jetzt nicht erst von gestern. Das würde, wenn wir jetzt uns die ganze Situation angucken, würde das letzte Jahr, könnte man sagen, würde das sehr gut erklären. Was machen die denn da? Also es sieht ja wirklich so aus, als wenn die das Ding mit Absicht komplett an die Wand fahren. Also so richtig maximal an die Wand gurken, den Apparat. Firma X hat also absolut kein Vertrauen mehr in Endor. Das geht aus diesem Dokument hier hervor. Das sind Zahlungsmodalitäten, wie man sie gegenüber einem Feind vereinbart, nicht gegenüber einem Partner. Firma X ist also wirklich extrem verärgert. Ich würde hier schon von verbrannter Erde sprechen, um ehrlich zu sein. Aber was macht Firma X denn eigentlich genau? Wahrscheinlich produzieren die doch nur irgendwelche unbedeutenden Kleinstteile, irgendwelche Nupsis und Pinöckelchen. Na, wenn dem so ist, dann wäre das ja nicht von Relevanz mit dem Logo. Die in Lenkrädern verbaut werden. Falsch. Ich habe da mal recherchiert und bin unter dem echten Namen der Firma X, der mir natürlich bekannt ist, auf ein Frachtdokument gestoßen, das sich auf importinfo.com finden lässt. Oh. Das ist ein Portal, auf dem man öffentlich Daten über amerikanische Importe einsehen kann. Für Deutschland habe ich so etwas nicht gefunden. Ich denke, dem stehen unsere strengen Datenschutzbestimmungen entgegen. Da die Endor AG ihre Produkte aber in den USA und auch in Europa vertreibt, können wir hier natürlich entsprechende Rückschlüsse ziehen. Also, wir sehen, es wurden Waren in einem Container mit einem Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen von China nach Kalifornien verschifft. In eben jenem Container befanden sich, und das sollte uns allen bekannt vorkommen,
CSL Elite Pedale, das Clubsport Steering Wheel V2, was auch immer das genau sein mag, das Formula 2.5 und das Formula 2.5X. Maga, 5,5 Tonnen Ware. 5,5 Tonnen. Ich weiß nicht, ob der Container damit reinzählt. Selbst wenn es 4 Tonnen wären. So ein Lenkrad und Pedale wiegen nichts. Also das sind Produkte, die nichts wiegen. Da ist keine Wheelbase dabei. 5,5 Tonnen. Der war bis unter die Dachlatten voll. Das ist reine Ware. 5,5 Tonnen reine Ware. Also so ein Wheel wiegt mit Packung vielleicht 2,5-3 Kilo. Pedale auch nicht viel mehr. Maga, da geht richtig viel weg. Holy moly, okay. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber einfach nur, um sich das mal ganz kurz sacken zu lassen, was 5,5 Tonnen sind. 5,5 Tonnen Ware. Das Ganze ging laut Importinfo an Endor America in Beverly Hills, wie man hier sehen kann. Alles in ziemlich hoher Stückzahl. Ansonsten wäre man wohl nicht auf 5,5 Tonnen Gesamtgewicht gekommen. Schlussfolgere ich jetzt einfach mal so frei. Halten wir also fest, Firma X produziert für die Endor AG ziemlich wichtige Produkte. Und so geht es fröhlich weiter. Der nächste Dienstleister, den ich hier jetzt nicht im Bild zeige, beklagt sich in seiner E-Mail an Daniel Mayberg und Matthias Kosch. Man warte bereits seit Monaten auf eine Antwort, was denn mit den gelagerten Materialien für die Podium DD1 und DD2 passieren solle. Und man setzt der Endor AG eine Frist bis zum 12.07.2024, um die ausstehende Zahlung in Höhe von ca. 450.000 Euro zu leisten. Ein weiterer Dienstleister schreibt, das chinesische Lager platze vor Clubsport V3-Pedalen aus allen Nähten und man könne so hohe Lagerbestände aufgrund der hohen Kosten nur schwer vorhalten. Man sei aber bereit, das zu tun, wenn die Endor AG doch nur endlich ihren Zahlungsverpflichtungen nachkäme. Hier ist sogar schon die Rede von drohender Insolvenz des chinesischen Dienstleisters, wenn man nicht endlich Zahlungen der Endor AG erhalte. Ich habe die Zahlen aus dem mir zugegangenen Schreiben mal überschlagen und alles in allem summieren sich die Forderungen der chinesischen Dienstleister auf weit über 2 Millionen Euro. Geld, das die Endor AG aber eigentlich haben sollte, auch wenn es nicht wenig ist, aber das sollte da sein. Denn im letzten Bericht sprach Matthias Kosch davon, man habe noch Barreserven in Höhe von ca. 8 Millionen Euro. Corsair hat der Endor AG bereits mehrere Millionen Euro an Kredit ausbezahlt. Und durch Verkäufe der Simracing-Produkte kommt ja auch noch regelmäßig Geld rein. Also es gibt ja immer noch Kunden, die regelmäßig Produkte kaufen. Und ja, und nicht zu knapp. Da wird doch immer noch laufend Geld überwiesen. Also sehr merkwürdig. Warum also geht der aktuelle Vorstand so mit seinen chinesischen Dienstleistern um? Und begleicht anscheinend einfach nicht seine Rechnung. Scheinbar ist man ja aber zumindest jetzt an der Thematik dran. Ihr erinnert euch an den Punkt aus der Ad-Hoc der Endor AG? Genau, das ist eine Reaktion auf die Rückmeldungen der chinesischen Dienstleister, die ich euch eben vorgelesen habe. Man prüft also jetzt erfolgte Nacherfassungen und Korrekturen auf Kreditorenkonten. Da wird also noch ein bisschen was an Kosten in den Jahresabschluss einfließen. In manchen Fällen könnte aber das bereits zu spät sein. Und wenn die chinesischen Dienstleister der Endor AG abspringen, dann wird es für den Wirtschaftsprüfer schwierig, hier noch eine positive Fortführungsprognose zu stellen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann lest einfach mal, was Endor selbst dazu schreibt. Denn die Endor AG betont nicht umsonst in jedem ihrer Jahresabschlüsse, wie wichtig gute Beziehungen zu ihren Dienstleistern und Lieferanten sind, da der erfolgreiche Geschäftsbetrieb von eben jenen abhänge. Damit. Ja, dann kann man die auch schon mal nicht pflegen. Dann kann man die auch schon mal nicht pflegen. Ich habe das Gefühl, da ist derjenige, der sonst die Gespräche geführt hat, der ist nicht mehr da. Damit gäbe es dann aber keinen Jahresabschluss für das Jahr 2023. Und ohne einen Jahresabschluss für 2023 und ohne eine positive Fortführungsprognose, ja, was ist denn dann eigentlich mit dem Staruk-Verfahren? Das könnte so dann im Grunde auch nicht mehr durchgeführt werden. Dann wären nämlich die Lichter aus. Es wäre zappenduster.
Corsair kann das herzlich egal sein. Man hält ja bereits die Marke Fanatec in Händen. Und ohne jedes richtige Commitment hat man hier bereits die größten Firmenwerte auf die Seite geschafft, indem man sich bedeutende Markenrechte als Absicherung für einen Überbrückungskredit hat übertragen lassen. Gar nicht mal so dumm. Schau zu dem Thema gern mein vorangegangenes Video. Das wird richtig räudig. Das wird richtig räudig, weil jetzt, wenn Thomas Jackermeier das F und das Fanatec besitzt und Corsair die Produkte besitzt, machen die einfach das Logo runter und pappen ihres drauf. Da erläutere ich die ganzen Punkte zu den Markenrechten, die man sich hat übertragen lassen. Und da werdet ihr auch sehen, um eben welche Markenrechte es sich genau handelt. Und die Mitarbeiter der Endor AG, die wissen wahrscheinlich wenig bis gar nichts von diesen Vorgängen. Sie werden neben vielen anderen die Opfer dieser Vorgänge sein. Und wo wir gerade bei den Mitarbeitern sind, ich kann aus persönlicher Erfahrung nur sagen, dass man bei der Endor AG extrem engagierte und leidenschaftliche Experten und Expertinnen hat. Sie beantworten geduldig die genervten Fragen verärgerter Kunden im Fanatec-Blog, treiben sich in den sozialen Medien herum, wo sie die Fehler unter anderem von YouTubern wie mir korrigieren. Schöne Grüße gehen raus an denjenigen, an den Mitarbeiter, der sehr sauer ist über meine Videos. Schöne Grüße. Vor einem halben Jahr hat er mich ganz schön angefahren dafür, was ich gesagt habe. Halbes Jahr später. Schieben Überstunden, um den Backlog an Bestellungen abzuarbeiten, und sie kümmern sich um die defekten Geräte der Kunden. Wie zum Beispiel erst kürzlich in meinem Fall. Meine Podium F1 erkannte das Podium Hub und das Clubsport Universal Hub nicht mehr. Damit waren gleich zwei Lenkräder für mich unnutzbar geworden. Ich habe die Base zusammen mit den Hubs an einem Freitag eingesendet und am Freitagmorgen der nächsten Woche hatte ich meine tadellos funktionierende Base wieder zurück. Zieht man das Wochenende und die Versandtage von dem Zeitraum ab, dann wurde meine Base innerhalb von 2 bis 3 Tagen repariert. Okay, aber Lacktausch, was hier wichtig ist zu deklarieren, hast du das als Lacktausch gemacht oder hast du das als Privatperson gemacht? Das ist in meinen Augen absolute Spitze. Es wird höchste Zeit, dass diese Mitarbeiter eine Unternehmensführung erhalten, die ihrer würdig ist. Das ist jetzt elementar wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du das als Lacktausch gemacht oder hast du das als Privatperson gemacht? Das ist eine Information, die spielt eine sehr große Rolle, weil du sehr bekannt bist dafür, würde ich sagen, in der Community, dafür, dass du diese Videos machst. Und gerade diese abschließenden Sätze, die man findet, die auch zurechtgefunden wurden, das hat Geschmäckle. Also wenn man sich das Ganze, dieses ganze Gezähte aktuell anguckt, hat das sehr komisches Geschmäckle am Ende. Weil ich sag mal so, selbst wenn ich jetzt da hingehen würde und mich als Dizzy vorstellen würde und ich habe ein Problem, könnte das eventuell auch funktionieren. Und das ist super wichtig, also, dass das deklariert wird. Das ist wirklich von elementarer Wichtigkeit, wie man sich bei einer Firma vorstellt. Weil das widerspiegelt nicht das, was der Großteil der Community sagt mit ihrem Service und Support. Wenn ich mir die Kommentare unter diesen Videos durchlese, wie viele erzürnte und erböste Leute dort sind, die seit Wochen keine Antwort kriegen auf ihre Tickets, kann das hier nur ein Einzelfall sein. Und das ist jetzt einfach nur mal eine Schlussfolgerung aus den Mengen an Kommentaren. Weil bei mir ist es ja auch mittlerweile so, dass auch die Leute die positiven Sachen mit hervorheben, wenn sie gut behandelt wurden, weil das auch immer wichtig ist. Und ich möchte auch, dass die Leute das machen. Aber wenn das jetzt hier ein Einzelfall ist und das beruht auf der Tatsache, dass du Fanatec-Videos machst, kannst du das nicht ernst nehmen. Das ist genauso als Beispiel. Mir wird immer vorgehalten, dass ich Matthias von Nu Simulations dafür lobe, dass er einen tollen Kundensupport hat und ich mich als Dizzy gemeldet habe. Kann dadurch aber trotzdem bestätigen, durch Menschen aus meiner Community, die genau denselben Service unabhängig von mir bei ihm genießen. Und das spielt eine sehr, sehr große Rolle, das immer mit reinzutun. Weil, wie gesagt, nach außen kann man viel machen, ne? So, wenn jetzt irgendwie Person X des öffentlichen Lebens kommt da, das kann auch alles PR-Masche sein, so. Ey, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie den Teufel an die Wand malen will, aber es wäre immer nett, wenn man das deklariert, um genau solche Gedanken in dem Keim zu ersticken. Gerade bei so einer Thematik. Und damit bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt sauber, macht es gut, bis bald und tschüss. Und dazu muss man sagen, die mitarbeitenden Menschen bei Fanatec, da kann man auch, zu denen kann man nichts sagen, so, weil die können dafür nichts. Die machen ihren Job, damit die halt
was zu essen haben und ihre Wohnung bezahlen können. So, da, von denen kann keiner was dafür. Ich sage immer wieder, wenn du in den Telefon reinschreist und den an einem anderen Ende anbrüllst dafür, dass deine Wheelbase, und das sage ich jetzt, weil es gerade im Chat stand, 5 Wochen nicht wiederkommt, Bagger, der kann da auch nichts für. Der kann da auch nichts machen. Und da kannst du der netteste Mensch auf dem Planeten sein. Der kann auch keinen Mount Everest verschieben um 5 Meter. Das geht nicht. Und dafür sind die auch nicht zuständig. Also an der Stelle muss man ja, also ich möchte wirklich nicht wissen, was bei denen in den Postfächern drin ist. Ne? Also wenn man sich manchmal mit Menschen unterhält, die in der Hotline arbeiten, irgendwo, sagen wir mal bei der Telekom, was die sich den ganzen Tag anhören müssen, oder bei, weiß ich, DHL, ne? Oder sich mal bei Twitter anguckt, was Leute da von sich geben, möchte ich deren Job ehrlich gesagt auch nicht haben, weil die geben sich größte Mühe. Aber was willst du jetzt am Ende machen, wenn, sagen wir mal, du kriegst am Tag 1800 E-Mails, die schaffst du doch alle nicht zu beantworten. So, und das ist jetzt seit Oktober letzten Jahres bis heute, wird sich da wahrscheinlich so viel aufgestaut haben, dass die gar nicht mehr hinterherkommen. Die kommen doch gar nicht mehr hinterher. Also jetzt mal wirklich ohne Flachs da draußen an euch. Und das ist ein Appell, der mir jetzt persönlich sehr am Herzen liegt. Die Menschen, die am Telefon sitzen und deine E-Mail lesen, die können nichts dafür. Die machen nur ihren Job. So wie du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst und dein Werk verrichtest, können die dafür nichts. Die können daran nichts ändern und sie können dafür nichts. Sie zu beschimpfen und sauer zu sein und denen das alles reinzudrücken in E-Mails, Telefon, whatever, das bringt nichts, weil die dafür nichts können. Und jeder Mensch da draußen, wirklich jeder, egal wie zornig, wie angepisst oder wie angefressen du bist, jeder Mensch hat Respekt und Freundlichkeit verdient. Jeder. Also bitte, bevor ihr solche E-Mails schreibt und Probleme habt, was ich verstehen kann, das ist frustrierend. Auf jeden Fall. Die Leute können aber nichts dafür. Können sie nicht. Also lasst das nicht an denen aus. Geht lieber, und das ist mein Appell an euch, geht lieber golfen. Lasst das an kleinen weißen Bällen aus. Oder geht Fahrrad fahren, macht Sport, alles raus damit. Weil am Ende könnt ihr es nicht ändern. Ich weiß, das ist Kacke, aber wir können das alle nicht ändern. Und auch die können das nicht ändern. Und damit würde ich das hier gerne beenden. Dankeschön, dass du dir das angeguckt hast. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schöne Grüße gehen raus.